Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute nochmal zu Masters of the Universe, Masterverse. Und zwar, das Video titelmäßig habe ich gedacht, Liebe auf den zweiten Blick. Ich habe damals, wo die Figuren rausgekommen sind, habe ich die nicht gesammelt. Ich habe damals Origins gesammelt, die kamen ja parallel zu Origins damals raus. Ich habe Origins gesammelt, Preis war 15 Euro und die Masterverse-Figuren haben gekostet 25 Euro, 24 Euro um den Dreh. Und ich hatte dann die Origins gehabt, dachte jetzt nochmal mehr Figuren sammeln und doppelt sammeln und so. Aber Grund war gewesen, also Hauptgrund war gewesen bei mir gewesen, weil ich die Masterverse-Figuren irgendwie billig dargestellt, umgesetzt gefunden habe. Wo ich die erste Figuren gesehen habe, dachte ich, OMG, was ist das denn irgendwie? Das sah ein Grauner, fand ich, billig gemacht. Ich habe vorher auch Classic mal gesammelt, vor Jahren mal. Und Classic ist eine andere Liga als Masterverse. Also früher die ersten Masterverse-Figuren, finde ich. Und meine erste Figur, die ich dann doch gekauft habe, das war 2023 durch Zufall gewesen. Ich war dann bei Smith Toys gewesen, habe mir dann die Sachen angeguckt, weil ich nach Origins-Figuren geguckt habe. Und dann habe ich da ein Angebot gesehen, das war ich begeistert gewesen. Da habe ich dann gedacht, 9,99 Euro für einen, wo ist er? Moment, haben wir recht da. Für einen Battle Cat Masterverse. Der hat 9,99 Euro gekostet, reduziert von 47,99 Euro auf 9,99 Euro. Habe ich mir gedacht, das ist ja, ich habe Classic gesammelt, das ist gleich die Classic-Figur. Anders bemalt, anderen Kopf, anderer Sattel, aber das ist so gesehen ein Battle Cat Classics, andere Farbe. Und für den Preis von 9,99 Euro, ich glaube, der von den Classic hat damals gekostet, glaube ich, 35 Euro gekostet. Da habe ich gedacht, wow, den kann ich mitnehmen. Und vor allem meine Idee war gewesen, irgendwie den Battle Cat dann zu nehmen, als Battle Cat den Masterverse und den Battle Cat von Origins als Cringer zu nehmen. Weil es passt, wenn Origins-Figur da drauf sitzt, sieht hammermäßig aus. Das war meine erste Figur, ich war begeistert gewesen. Hier kann man auch die ersten Waves sehen von Masterverse 1. Ich fand die Figuren nicht so toll. Irgendwie haben die Bilder guckt, Skeletor, wie sie ist die Kapuze so kurz geraten, ein bisschen Mossman, He-Man, der komische Skelegott und so. Die Figuren waren nicht so toll gewesen. Ist meine Meinung halt gewesen. Allgemein gefallen, nicht gefallen, aber wie gesagt, dann habe ich dann später noch Masterverse-Figuren gekauft, weil ich ja ab und zu was Sniff Toys gucke und habe ich dann gesehen, später mal, da kam eine Shira für 7,99, ein Skeletor für 7,99 und ein He-Man für 7,99. Dachte ich, bei dem Preis, den Masterverse damals gestiegen, glaube ich, war der Preis damals gewesen, glaube ich, 20 Euro so in den Dreh, dachte ich, da kann ich für eine Origins-Figur, kann ich mir ja so gesehen zweieinhalb Masterverse-Figuren kaufen. Da habe ich gedacht, okay, für den Preis kann man gucken. Und habe ich dann meinen He-Man gekauft und mein Skeletor und meine She-Ra. Die Figuren für den Preis war okay gewesen, dachte ich, so schlecht kann ich mitnehmen, so gesehen, also so schlecht sind die auch nicht so gesehen, aber wie gesagt, der hat große Mängel, wenn es niemand guckt, so ein bisschen hier, der Gürtel und so, also ein bisschen Gelbton, also das Gesicht von dem ist ein bisschen dämlich, also im Vergleich zu Classic würde der ablosen, aber richtig ablosen, aber es ging noch weiter, dann kam später auch anderen Shops zum Beispiel, Alternate zum Beispiel oder Toymikas Figuren von Masterverse auch reduziert. Jetzt vor kurzem zum Beispiel jetzt Beastman Nummer 2, New Eternia für 8 Euro, dann gab es Katra für 8 Euro mal, dann gab es noch andere Figuren, die günstig gewesen sind, Scarecrow für 11 oder 10, weiß ich auch 8 Euro, kann ich da nicht mehr genauso gesehen. Also mehrere Figuren günstig gesehen, kann man das auch Figuren günstig kaufen, von alten Preis her und so. Ich habe auch viel gemerkt, was also jetzt ein paar sammle ich. Ich sammle alle Figuren, für weiterhin grässlich. Zum Beispiel die Evelyn gefällt mir gar nicht davon. Der He-Man, die Teela, diese komische Müllsack-Teela gefällt mir nicht so richtig von denen. Aber die Figuren werden besser, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt so guckt irgendwie, ich gucke mal kurz nach. Wenn man jetzt so guckt hier, nämlich den sehen mal. Triclops, der erste, weil komische Revelation-Serie, da haben diesen komischen Sektentyp da. Aber so, wenn man hier guckt, jetzt hier den Gürtel guckt, mach ein bisschen mal Platz machen, dass er sehen kann. Geh mal zur Seite, He-Man. Wenn man sehen kann, ist sehr grob gemacht, die Figur. Der Gürtel ist sehr groß geraten, einfach klump, kann man sagen. Eine frühere Wave gewesen, das Auge und so. Ich finde die Figur ganz gut, ist okay, würde ich sagen. Für den Preis, kostet, glaube ich, 11 Euro oder so. Ist ganz gut, die Figur, finde ich. Aber mittlerweile ist der Masterverse schon eine Liga besser geworden. Die spielen ja mittlerweile, Moment, auch wieder eine andere Deko. Die spielen ja mittlerweile, würde ich sagen, jetzt bei Masterverse in der Liga von Classic fast langsam richtig so gesehen. Weil die Figuren echt top werden. Ich habe euch gerade drei Clubs gesehen. Und der neue Triclops, also guckt ihr, die Detailgetreue ist genial, finde ich. Also dann guckt hier, der Gürtel detailgetreu gemacht, links der Bauch, so Muskulatur schön gemacht, das Auge detailgetreu, der Helm, alles Visor heißt das, Visor von, wie heißt der nochmal, wirklich von Jordi, Jordi davor, ich komme aus dem Visor, alles detailgetreu, bessere Muskulatur, besser umgesetzt, detailgetreuer, die Packungen sind besser geworden bei dem Masterverse. Mittlerweile ist Masterverse, kann ich sagen, wie ich sagen, von der Qualität her auf Classic-Niveau mittlerweile angekommen. Die ersten Figuren sind noch grauenhaft, finde ich, von dem Masterverse, aber mittlerweile ist das eine super Toyline zum Sammeln.
Also das ist so, bin ich Masterverse-Sammler geworden. Und aktuell bin ich da dran, wie gesagt, wieder Masterverse zu sammeln als Origins, weil Origins finde ich schade, jetzt die ganzen neuen Figuren, Turtles, Filmationen kommen im Handel, schön, okay. Aber die haben jetzt gemacht, die ganzen Vintage-Figuren in Origins halt nur Masterverse-Figuren. Also nicht Masterverse, sorry, von der Masters Collector, also Mattel Collector auf der Seite zu bestellen. Da kostet die Figur, sagen wir mal sofort, 35 Euro oder 40 Euro, 45 Euro. Und wenn man so vergleicht, jetzt mal ehrlich, also der Vintage-Faktor ist cool bei den Origins, ich liebe die Origins, würde mir auch nicht kaufen, wenn die im Handel kommen würden, aber so überlegst du irgendwie, wenn ich jetzt da letzte Figur Cyclone da für 39, 40 Euro bei Mattel Creation bestelle, für das Geld kriege ich diese neue Masterverse-Figuren, die erstmal ein bisschen detailgetreuer sind, also die Origins sind sehr schön gemacht, umgesetzt so gesehen, aber detailgetreue und Sammlerprojekte sind eh mehr geeignet, finde ich. Also beides geeignet dafür. Aber ich finde nicht, wie Masterverse ist für das Geld, habe aber für das Geld aus 29 Euro oder 40 Euro, 11 Euro gespart und eine Figur, die 1A ist im Vergleich zu einer Origins-Figur, finde ich jetzt. Ist Geschmackssache, wie gesagt, aber mittlerweile bin ich auf Masterverse umgestiegen und ich habe so gedacht, damals gewartet bei den Mosten, dachte, die Mosten irgendwie jetzt 34,99 wieder billiger, 29,99, 24,99. Pech gehabt, keinen bekommen, tut ein bisschen leid, aber kann man nicht ändern. Und für das Geld habe ich lieber einen Triclops gekauft. Weil auch so gewesen jetzt, Masterverse ist bald weg, Mossman und so. Ich hatte also Triclops fand ich wirklich wichtiger von Masterverse mir zu holen, als ein Mossman für 35 Euro. Naja, so bin ich jetzt Masterverse-Sammler geworden und Fan geworden. Aber wie gesagt, ich finde die Figuren gut. Ich sammle nicht alle Figuren. Sorry. Zum Beispiel von den neuen W4 habe ich mir jetzt, also dem finde ich, wie gesagt, Demian, der ist interessant, aber das Gesicht ist nicht so ganz toll. Aber die 29 Euro sind dann 29, 58, 58 mal 2, 100, 118 Euro, alle vier Figuren. Triclops habe ich, den muss ich nicht haben, Keldor. Ich habe mir einen jungen Keldor gewünscht. Mechaneck würde ich irgendwann gerne kaufen, ich meine, aber da sein sollte irgendwann mal vielleicht in 3 Monaten oder so ein bisschen sparen dafür. Himmel vielleicht auch noch, aber wie gesagt, habe ich jetzt alle Figuren von gesehen. Und mein Ziel ist halt erstmal die Masterverse-Figuren zu sammeln, die mir gefallen. Also nicht alle, wie gesagt, wenn ich eine Teela hole, die komische da mit Müllsack, die Müllsack-Teela oder komische Andor, wie die heißt und so, halt Figuren, die mir nicht zusagen oder Revelation-Figuren, nicht alle muss ich da, Evelyn muss ich auch nicht haben oder die komische Mattel-Creation-Muskel-Evelyn und so, muss nicht alle Figuren haben, ein paar Figuren, wie schön davon, halt die Basics kann man sagen, erste, zweite, dritte Waves von dem Vintage. Da bin ich mal gespannt, wie die Figuren rauskommen werden von Mattel, sind angekündigt worden. Mal schauen, wie es weitergeht. Dann sag ich mal schönen Abend noch und bis bald. Ciao.